Auswärtssieg. Der erste seit dem Oktober. Zwei Goal von dir. Guter Match gewesen. Ja, ich denke, es war ein Match, den wir dürfen gewinnen, können gewinnen. Und ja, es war ein Sieg des Willens. Du hast jetzt hier in Schaffhausen schon 3 Goal geschossen in dieser Saison. Spielst du besonders gerne hier in dem Lipo Park? Kann man so sagen, es ist ein grosser Platz und ich glaube, es kommt mir entgegen, für das ich immer in die Tiefe laufen kann. Ja. Es war ein Wahnsinnsmatch. In den ersten 10 Minuten steht es 2-2, nach 20 Minuten schon 3-2. Wie hast du das auf dem Feld wahrgenommen? Ja, es ist alles schnell gegangen. Also zum Glück haben wir ein Goal mehr geschossen als der Gegner und gehen als Sieger vom Platz. Und dann aber haben wir nicht noch zittern in der zweiten Halbzeit. Warum? Ja, ich glaube, wir sind hier viel zu tief gestanden und man hat gemerkt, dass unsere Kräfte ein bisschen nachgelassen haben. Und, ja, zum Glück haben wir das über die Zeit gebracht. Apropos, wie sieht es aus mit dem Kräftetank? Wie voll ist der noch? Ja, der ist jetzt leer, aber ich denke, wir haben jetzt 2 Tage Zeit zum Regenerieren und dann sollte er wieder einigermaßen voll sein. Und jetzt mit viel Vorfreude gegen GC? Genau, wir hoffen, dass wir 3 Punkte einfahren daheim gegen GC. Ja.